Hallo miteinander und herzlich willkommen. Heute sind wir mit dem Wakeboard-Boot unterwegs. Und zwar mit einer Frau, die vor rund 9 Jahren ganz grosse Schlagzeilen hat gemacht in unserem Land. Sie hat als knapp 20-jährige Frau als Darstellerin bei Pornofilmen mitgemacht. Dann hat sie einen entsprechenden Doc-Film über sie und die Nation ist darüber aufgeklärt worden, wie das funktioniert. Das hat gelangt. Ihr Name ist seitdem allen ein Begriff. Bis zum heutigen Tag wird sie immer wieder auf ihre Vergangenheit angesprochen. In jensten Fernsehsendungen hat sie schon darüber geredet. Und irgendwo scheint die Faszination Pornografie endlos. Letizia, wir haben hier zusammen auf dem Boot abgemacht. Warum das? Hallo Dani. Du, weil ich den ganzen Sommer eigentlich auf dem Zürichsee bin oder auf dem Zugersee, wie wir jetzt gerade sind. Und ich finde es einfach schön. Und es ist gleichzeitig auch noch ein Sport, den man machen kann. Und zwar eben das Wakeboarden. Und das hält mich eigentlich fit, ja. Und das machst du, wenn du so viel da bist, schon ziemlich professionell, denke ich, oder wie? Also so professionell nicht, aber ich habe das Glück, dass ich befreundet bin mit Professionellen. Und ja, von denen lerne ich natürlich recht viel. Also du nimmst Unterricht? Ja. Und was, du bist generell ein Wasserratten, der auch? Ich bin gerne im Wasser, ja. Ich bin einfach nicht gerne in den Badis drin, weil mit dem Chlor und so, also wenn ich schwimme, dann gehe ich immer in den See. Das ist sicher. Was hast du so ganz generell für eine Beziehung zur Natur? Ich bin, würde jetzt mal sagen, ein richtiger Naturmensch. Also, ich habe gerne Natur, ich bin gerne in der Natur und ich arbeite auch gerne mit der Natur. Also, das ist, also bei mir muss alles eigentlich natürlich sein. Wie wirkt sich das ferientechnisch jetzt aus? Es ist Sommer, Sommer 2002. Was für Ferienpläne hat Letizia? Also Ferienpläne habe ich nicht gross, weil ich natürlich auch keine Zeit habe für das momentan. Aber ich sage einfach, die Schweiz ist auch sehr, sehr schön, um mit Ferien zu gehen. Und wenn, dann gehe ich weg zum Wakeboarden. Und das ist in Italien. Und gehst du allein in die Ferien? Tja. Also bist du jetzt eher eine Einzelgängerin in den Ferien? Oder? Ich bin sehr viel allein unterwegs, das stimmt. Also ich gehe seit 8 Jahren gehe ich auf Riccione runter. Und das bin ich seit ich dort runter gehe, immer allein gegangen. Und in letzter Zeit nehme ich natürlich auch Freunde mit, weil es natürlich auch schön ist, mit Freunden das zu teilen, oder, was man entdeckt hat. Also es ist ja bekannt, dass du dich getrennt hast von deinem Mann, dass ihr euch getrennt habt, separat jetzt sozusagen wohnt, als Einzugängerin. Was suchst du in deinem Leben als Einzugängerin? Also ich glaube, jeder Mensch ist allein. Ich glaube auch, du kannst verheiratet sein oder einen Freund haben, eine Freundin. Du bist immer allein und du bist ein Einzelgänger. Jeder ist ein Einzelgänger. Und ich finde das auch gut, weil ich meine, jeder Mensch muss mit seinem Leben also die Schläge haben. Und eben wie gesagt, da kannst du verheiratet sein, was auch immer. Ich denke, du sprichst wahrscheinlich eher vielleicht das Einsamsein oder nicht einsam. Ja, also ich spreche vor allem jetzt an, du hast gesagt, du seist naturverbunden. Wenn du jetzt irgendwo an einem See hockst oder an einem Waldrand, was sind das für Gedanken, die du dir so machst über das Leben? Gute Gedanken. Ich finde auch, es ist wichtig für mich, dass ich meine Zeit für mich allein finde, weil zum irgendwann wieder mal zu einem Punkt kommen, musst du können allein sein und da wollte ich auch können allein sein und ich glaube, das ist eben jedem Mensch muss das so gegeben werden. Auch eben wie gesagt, Partnerschaft ist schön, man kann sich gegenseitige Freude machen, aber jedem wieder das sein, das muss einfach sein. Und da gibt es natürlich auch einschneidende Erlebnisse, die man ein bisschen muss verdauen, oder das macht man auch allein, oder? Ja, aber das sind also, ich denke, das sind einfach gewisse Prüfsteine im Leben, die man muss durch. Ist das sicher mal einer von der Trennung? Sicher auch, ja. Was hat es für andere Prüfsteine gegeben in letzter Zeit in deinem Leben? Ja, wenn ein Familienmitglied stirbt, das ist eine Art Prüfstein. Wie kommen wir mit dem fertig? Also wie kann man das verarbeiten? Auf die Jahre natürlich, oder? Wie tust du das verarbeiten? Also, hast du einen Glauben zum Beispiel? Oder was hast du für eine Beziehung zu deinem Vater, jetzt, wo er nicht mehr da ist? Gibt es die gar nicht mehr, oder? Doch, ja, die Beziehung immer noch. Das ist lustig, gerade vor 2 Tagen gesagt, ich habe immer noch das Gefühl erlebt. Also ich habe mit dem noch nicht abgeschlossen. Ich kann auch nicht mit dem abschliessen, weil mir für mich jetzt persönlich einfach ein paar Puzzleteile fehlen. Was heisst das? Es ist mir zwar bewusst, dass er nicht mehr da ist, aber ich habe mit dem noch nicht abgeschlossen. Also eben wie gesagt, man sieht mich, ich bin happy drauf und. Aber innerlich, das ist ein innerer Prozess und den habe ich noch nicht abgeschlossen. Was hast du für eine Beziehung zu deinem Vater? Eine sehr gute Beziehung, muss ich sagen. Und darum finde ich es umso schade, dass er nicht mehr da ist, oder? Das ist klar. Aber wie gesagt, darüber zu reden ist vielleicht nicht immer gut. Man sollte das eigentlich mit sich selber ausmachen, denke ich. Und dann gehst du aber gleich auch ans Grab und so eine Beziehung pflegen. Ja, also für mich ist die Bedeutung, dass er am Grab ist,
auf einer Seite tönt es jetzt makaber, hat es für mich keine Bedeutung mehr. Auf der anderen Seite ist es für mich auch schwierig zu akzeptieren, dass er im Grab liegt. Also, es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber bist du ein gläubiger Mensch? Ich bin ein gläubiger Mensch, aber auf meine Art, sage ich. Ich gehe nicht in die Kirche zum Beispiel, weil das für mich nicht unbedingt der Ort ist, wo ich mich wohlfühlen und geborgen und wo ich mich dann, also quasi, wo ich müsste Beicht ablegen. Aber ich bin, warum gäbe es denn zu viel zu beichten, oder wie? Nein, ich glaube, ich habe das öffentlich gemacht. Ich muss da, glaube ich, nicht in der Kirche zum Beispiel. Wobei die ein oder andere Zuschauer werden jetzt vielleicht sagen, ja, ausgerechnet jetzt die Letizia, jetzt macht sie nur einen auf Glauben, nachdem dass sie diese Jugendsünde hat gemacht. Nein, was sagst du denn? Ich sage einfach, ich habe meinen Glauben und es geht niemand etwas an. Also ich muss mich da nicht rechtfertigen, ob ich jetzt wirklich streng gläubig bin oder nicht. Also das ist einfach mir und das gehört an mir. Mit 18 bist du aus dem Bündnerland weggegangen, in die grosse, weite Welt raus, hast diverse Sachen ausprobiert. Bist du der Typ, der einfach alles mal ausprobiert hat? Ja. Nach wie vor? Heute noch, ja. Was treibt dich denn an? Ich bin einfach ein neugieriger Mensch. Und ich sage auch immer, du kannst nicht etwas verurteilen, bevor du es nicht ausprobiert hast. Also, wenn ich morgen etwas anderes ausprobiere, dann sage ich sicher nicht nein, weil ich die Erfahrung gesammelt habe. Und das ist für mein Leben natürlich eine Erfahrung mehr, oder? Jetzt bist du offenbar auch viel im Ausland. Als ich dir angerufen habe, für etwas abzumachen, hast du gesagt, oh, dann bin ich im Ausland, dann bin ich wahrscheinlich im Ausland. Bist du jetzt ein Reisevögel, so Weekend, ins Ausland, ein bisschen in eine Stadt gehen, oder ist das Business? Nein, ich bin ein Jet-Set-Girl und chatte ein bisschen überall rum. Nein, es ist nicht so. Nein, ich habe Geschäfte zu tun, wenn ich im Ausland bin und bin natürlich eben und ich es dann gerade verbinden, um ein bisschen wakeboarden. Aber ist es auch ein bisschen eine Flucht aus der Schweiz? Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Und was ist denn das Geschäftliches, was du hast im Ausland? Ich möchte nicht in Details gehen, aber es ist ein Kleiderlabel, das ich in der Schweiz vertreibe. Ist das irgendwie Reizwäsche oder sind das Wanderhosen oder sind das Ballkleider? Wenn du wüsstest, dann nicht. Das musst du schon beraten. Nein, es ist im Bereich Haute Couture und bewegt sich im mittleren Preissegment. Also es ist eigentlich für jede Frau, das ist auch das, was ich jetzt anhabe. Mhm. Es ist einfach ein bisschen, also wir sind stark dadurch, weil wir absolute Trendsetter sind und wir sind Shop, also Pronto-Shop eigentlich. Also die Ware ist innerhalb von 4-5 Wochen im Laden. Gut. Und wir machen nicht Kollektionen halbjährlich, wie die Schweiz eigentlich gewohnt ist, oder? Aber der Gastronomiebereich, hast du dich von dem jetzt voll und ganz verabschiedet? Ich selber im Gastronomiebereich habe mich ein verabschiedet, weil ich einfach sage, die Front ist nicht das, was ich noch was ich machen will, aber im Backoffice-Bereich bin ich immer noch. Was heisst das? Ich arbeite noch nebenbei in einem Backoffice von einem bekannte Lokal in Zürich und das macht mir auch total Spaß. Das ist ein bisschen managen. Ja, dann ich ein bisschen managen. Wir haben mal gehört, du willst eine Gesangskarriere starten, daraus ist nichts geworden, warum nicht? Ja, ich habe das auch gehört, aber ich habe das nie wollen. Also, da hat das, man gehört, das ist irgendwo dass man... mal geschrieben worden, aber das habe ich noch nie wollen. Und ein Buch sei schon am Schreiben? Das Buch, bist du immer noch dran? Das Buch existiert, das Manuskript existiert, wobei ich werde das nicht rausgeben. Ich denke, ich werde das mal rausgeben, wenn ich älter bin. Weil ich glaube, es wäre jetzt nicht so gesund. Wenn das... Warum? Einfach, weil ich gesagt habe, in diesem Buch ist die ganze Wahrheit drin und die ziemliche Wahrheit. Und es sind dann andere Personen involviert. Und ich würde eigentlich nicht mehr die Skandalnudel sein. Oder? Auf das habe ich keinen Bock mehr. Du wirst natürlich immer wieder ein bisschen in Zusammenhang gebracht mit der Zeit, wo du als Pornodarstellerin hast gewirkt. Wie lebst du mit dem? Du, ich lebe gut mit dem. Eben, ich sage auch immer, also wenn andere damit nicht leben können, ist es nicht mein Problem. Aber, ich lebe gut mit dem. Ich musste sicher auch meinen Prozess durchmachen. Man sagt ja, man verarbeitet gewisse Sachen immer Jahre später. Das ist auch so. Wie verarbeitest du das? Innerlich. Also, morgen stehst du auf und hast irgendeinen Filmriss, den du erlebt hast. Und das fährt brutal jeden Morgen ein. Und das gibt dir zu denken. Oder? Aber ich sage heute noch, ich bereue nicht das, was ich gemacht habe. Und wenn, dann muss ich einfach sagen, ich habe ein riesiges Glück, dass es mich nicht geschadet hat. Und alles, was ich auch in Zukunft machen werde, mache ich. Und ich weiß auch, dass ich niemandem damit schaden kann. Aber apropos Filmriss, Letizia, gibt es ja Momente, wo wie unser eins mal ein altes Fotos vornimmt und schaut, wie man hat ausgesehen mit 20, du mal eine Kassette reinschiebst von dir? Nein, also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich schiebe nie eine Kassette von mir rein, weil das interessiert mich nicht. Das habe ich ja selber erlebt. Und ich glaube, ich muss das nicht wieder auf dem Fernseher haben. Also es ist... Das interessiert mich eigentlich nicht gross. Also du konsumierst selber auch keine Pornografie? Nein, persönlich nicht. Nein. Wenn wir noch ein bisschen von deiner Zukunft reden, was ist da so im Tun? Also was hast du für Visionen, für Sehnsucht vielleicht auch? Visionen sind ein bisschen unecht für mich. Sehnsucht? Sehnsucht habe ich viel.
Aber ich sage, man muss sein Leben jetzt leben und nicht in die Zukunft denken, weil sonst vergisst man die Gegenwart. Und das ist für mich wichtig, dass ich heute lebe. Familie? Das ist auch möglich. Immer noch mit 5 Kindern. Und wie würdest du diesen Kindern erklären, Letizia, dass die alle Leute können? Ich glaube, wenn der richtige Zeitpunkt da ist, werde ich das auch richtig machen. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen darum. Und das ist eben auch das, was ich sage, du heute leben, was soll ich mir Gedanken machen, wenn mein Kind 12 ist und das soll erfahren. Also, wenn es dann so weit ist, dann habe ich immer noch genug Zeit, um mir darüber Gedanken zu machen. Und das kann man eh nicht planen. Es kommt eh immer alles andere raus. Also anders raus. Gerade raus, wie sie ist. Letizia, ganz herzlichen Dank und einen wunderschönen Sommer wünsche ich dir. Pass auf beim Wakeboarden. Morgen, meine Damen und Herren, gehen wir Richtung Musikbusiness. Wir treffen uns mit einem Schweizer Rock-Urgestein sozusagen. Seine Wurzeln waren die Krokus. Immerhin die erfolgreichste Schweizer Rockband aller Zeiten. Was macht er eigentlich heute? Der Chris von Rohr. Ihr erfahrt es morgen um die gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.